Morgen. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen, sind sicher aufgewacht. In der Regel darf man davon ausgehen, dass das in unserem Land so ist, dass es Ihnen so geht wie mir. Es ist nicht eingebrochen worden, Sie sind nicht beraubt worden. Und man darf davon ausgehen, auch morgen wird man einen sicheren Tag erleben. Für Rechtsstreitigkeiten haben Sie gegebenenfalls vielleicht für den Notfall eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen. In unserem Land gibt es Sozialversicherungen, aber auch Sozialleistungen, um besondere persönlichen Härten entgegenzuwirken, Menschen zu unterstützen. Und das ist auch gut so. In Europa am 30. Oktober 2020. Spezialkräfte der Polizei dringen schwer bewaffnet und schwarz maskiert im Morgengrauen in das Schutzzentrum Pipka Camp in Mytilini auf der Insel Lesbos in Griechenland ein. Die Bewohner werden von Mitarbeitern, Anwälten und psychologischem Personal isoliert. Sie werden aus ihren Häusern getrieben, in Bussen abtransportiert. Der griechische Migrationsminister hatte angeordnet, die Bewohner in ein Großlager zu bringen. Unangekündigt. Zunächst geht es in ein desolates anderes Zwischenlager. Endstation soll das neue Lager Kara Tepe sein, in dem es nur Sommerzelte gibt, die in einer Schlamm- und Drecklandschaft stehen und es gibt zu wenige Toiletten und Sanitäranlagen. Außerdem viel zu wenig zu essen. Was soll das? In Pipka Camp wurden unter anderem mit Unterstützung der Kindernothilfe und vieler freiwilliger ehrenamtlicher Mitarbeitenden seit 2012 eine international anerkannte und ausgezeichnete Arbeit geleistet. Wie kann man da nicht die Wut kriegen? Wenn man sich ehrenamtlich, womöglich in seinem Jahresurlaub um traumatisierte Flüchtlinge im Lager Pipka gekümmert hat. So wie die deutsche Pfarrerin Ute Gniewos, die sich über Jahre dort engagierte. Und jetzt wird alle Hilfe und Traumatherapie, alle Hoffnung auf ein würdiges Leben und ein Stück Sicherheit wieder zerstört. Was ist das für ein Wahnsinn? Dort lebten vor allem Mütter mit kleinen Kindern, Folteropfer, schwangere Frauen, Menschen mit Behinderungen und schwer traumatisierte Menschen. Die Vorsitzende der Kindernothilfe Katrin Weidemann hat sich mit einem Hilfegesuch für die betroffenen Menschen auf Lesbos an die deutsche Bundeskanzlerin, den Innenminister, aber auch den Außenminister gewandt. 246 Bundestagsabgeordnete machen sich inzwischen fraktionsübergreifend stark für die Aufnahme von besonders gefährdeten Flüchtlingen aus den Lagern. Die Corona-Krise drängt die menschenunwürdigen Zustände der europäischen Flüchtlingspolitik immer wieder in den Hintergrund. Wie oft wird wohl auf Lesbos in den Lagern geschrien, Gott schaffe mir Recht. Nach diesem steilen Start in das Thema erst einmal Musik. Die jeden Test der Zeit bestimmt.
deutlich vor Augen steht. Recht haben und Recht bekommen, das ist zweierlei. Der Psalm 72 formuliert wunderschön die Erwartungshaltung, dass Gott einen König, also wir würden sagen eine Regierung einsetzt, die Frieden und Gerechtigkeit blühen lässt. In einer kalten Zeit sehnt man sich nach dem Aufblühen des Lebens. Da heißt es, ja, er rettet den Besitzlosen, der um Hilfe schreit, und den Armen, der keinen Beistand hat. Gott hat Mitleid mit Schwachen und Besitzlosen und sorgt dafür, dass sie am Leben bleiben. Er befreit ihr Leben aus Bedrückung und Gewalt. So wertvoll ist ihr Blut in seinen Augen. Die Kinder der Besitzlosen soll er retten, aber die Unterdrücker zermalmen. Die Gebete rufen einen wirkmächtigen Gott an. Sogar als den, der vergilt. Hier im Psalm 72 hieß es, er wird die Unterdrücker zermalmen. Im Psalm 3, du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Oder Psalm 140, stürze sie in die Grube, dass sie nicht mehr aufstehen. Gerne sagt man peinlich berührt von über solch eine sprachliche Drastigkeit, das stehe ja im Alten Testament, sei sozusagen christlich überholt. Ich meine aber, so einfach kann man sich das nicht machen. Denn Jesus Christus betete diese Psalmen, sang diese Texte als Lieder. Zitate sind uns immer wieder überliefert, wo er das tat. Und in diesen Zitaten wird sozusagen damit auch der ganze Psalm für uns wachgerufen, mit all seinen sprachlichen Facetten und seinen Gefühlen. Vielleicht haben wir den Zugang zu dieser intensiven Gebetssprache verloren, weil wir in einer gut situierten bürgerlichen Gesellschaft kaum noch mit Rechtlosen mitfühlen können. Mit Menschen wie Vertriebenen oder Geflüchteten, die keinen Rechtsstatus haben. Vielleicht können wir die tiefe Traurigkeit, aber auch die Wut einfach nicht mehr mitempfinden, weil wir so weit weg davon sind. Jeden Tag wohlbehütet aufwachen und wie ich jetzt im Wohnzimmer sitzen. In den Gebeten der Bibel wird Gott ganz realistisch als Anwalt und Richter angebetet und als Vergelter. Im altorientalischen Sippenrecht gab es das Amt des Gaal, des Vergelters, der loszog, um das Recht für einen geschädigten Menschen einzufordern und durchzusetzen. Die Geschädigten wurden so vor der Selbstjustiz bewahrt. Dahinter steht die Erfahrung, dass Gewalt schnell eskaliert und Rache und Vergeltung ins Uferlose geht, wenn man sein Recht selber durchsetzen muss. Im Gebet wird Gott also als Gaal angerufen. Gott wird mir Recht schaffen. Der Psalmbeter akzeptiert das Unrecht nicht. Er benennt sogar, dass er manchmal Gott nicht versteht, dass er ihm fremd geworden ist, weil er Menschen so einen großen Handlungsspielraum auch für das Unrecht tun lässt. Und so konfrontieren sie im Gebet Gott mit ihren Gefühlen und Gedanken. Seine Wahrhaftigkeit als Hüter von Gerechtigkeit und Frieden ist gefragt. Ich höre Jesus erzählen und es entstehen Bilder vor meinem inneren Auge. Es ist die Geschichte von Lazarus. Der ist krank, er hat eitrige Wunden, er siecht vor sich hin.
Dazu hungert er auch noch. Was soll er tun? Zuletzt legt er sich auf den Gehsteig vor das Haus eines reichen Mannes. Er denkt sich ein bisschen, von dessen Überfluss würde ihm ja das Überleben sichern. Aber die Tür bleibt erbarmungslos geschlossen. Drinnen, gut abgeschirmt, sind selbst die Hunde fett von den Brocken und Resten, die vom Tisch abfallen. Was vor seiner Tür ist, kümmert den Reichen nicht. Eines Tages beide sterben. Es heißt, Lazarus landet himmlisch in Abrahams Schoß. Der Reiche im Feuer, wo er Pein leidet. Da ruft er aus unüberbrückbarer Entfernung. Er fleht Abraham um Hilfe an, aber dieser sagt: Bedenke, dass du deinen Teil an Güte und Zuwendung zeitlebens bereits erfahren hast und für dich behalten hast. Lazarus erfährt jetzt Trost. Wir sollten immer damit rechnen, dass Gott auch als Anwalt unseres Gegenübers, unserer Nächsten weltweit auftritt. Wenn ich Gottes Gerechtigkeit für mich fordere, bete ich: Schaffe mir Recht, wie du auch meinem Nächsten Recht schaffst. Die Gnade Gottes für mich in Anspruch benehmen bedeutet, ich rechne nicht mit einem dementen Gott, der nur vergibt, wo aber unser Unrecht tun in seiner Erinnerung verloren gegangen ist. Verantwortlich zu handeln bedeutet, so zu handeln, als ob ich am Ende des Tages gefragt werde: Warum hast du das so und nicht anders gemacht? Da kann ich mich dann nicht entschuldigen. Warum ich? Das war doch nicht gesetzlich vorgeschrieben. Alle anderen waren doch genauso gefragt, etwas zu tun. Das ist nicht einfach, diesen Gedanken mitzunehmen: Gott fragt. Sie und ich können sich für das Recht engagieren. Manchmal ist das ganz hilfreich, das exemplarisch zu tun. Die Kindernothilfe Duisburg schenkt uns da eine Möglichkeit, mitzumachen. Hashtag Sicherheit und Würde oder www.sicherheitundwürde.de. Unter diesen Adressen finden Sie weitere Informationen. Sie können aber auch gerne an unserem Pilgergottesdienst am Karfreitag auf den Friedhöfen in Dahle und Evingsen teilnehmen. Da werden Sie an eine Station kommen, wo wir Ihnen eine Postkarte anbieten, und Sie können mit Ihrer Unterschrift die Petition unterstützen für die Geflüchteten aus dem Pipka-Camp.
möchte beten. Du Gott bist ein Beistand, den wir unterschätzen. Du bist ein eifernder Gott, der seine Freude an Gerechtigkeit und Frieden hat. Du hast uns Augen gegeben, das Elend zu sehen, Hände, das Recht aufzurichten, damit der Frieden blüht. Es steht uns nicht zu, die Lösung der Probleme nur zu delegieren an Politiker und Regierungen. Als Christinnen und Christen können wir als Bürger und Bürgerinnen aufmerksam und sensibel sein, können unseren Teil tun. Schenk uns die Freude und den Eifer, in deinem Geiste anzupacken, Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen. Danke für alle Sicherheit und Bewahrung und das Leben in rechtssicheren Regionen. Mit den Worten Jesu bete ich. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich. Er behüte dein Ansehen. Er schenke dir Auskommen und lasse dich für andere ein tatkräftiger Segen sein. Im Frieden lasse er dich zur Ruhe kommen und deine Freude sei vollkommen. Amen.